Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es haben sich ein paar Neuheiten angesammelt, die ich gerne in meinem Gesicht mit euch zusammen testen möchte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Herzstück des Ganzen ist diese neue Denisa Myricks Freedom Lightwork 6 Palette. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und zu dieser Palette seht ihr auch aktuell ziemlich viele Reviews, denn die Peerish Girls haben sich wieder zusammengeschlossen und da seht ihr von Morbus Black, von Kati, von Nicole, von allen möglichen, auch verlinke ich euch mal in der Infobox, ne, auch die ganzen Reviews, also schaut da gerne auch mal für eine zweite, dritte, vierte, fünfte Look-Inspiration vorbei und ja, ich verlinke euch alles in der Infobox, es ist aber nicht alles von Peerish und ihr könnt auf diese Palette auf jeden Fall mit Claudis Welt 10% sparen, wenn ihr möchtet und ich starte aber tatsächlich damit, dass ich gar keinen Primer drauf habe. Einfach weil ich ich habe eben schon meine Skincare-Routine gemacht, die ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde eingezogen. Dementsprechend brauche ich jetzt so keinen separaten Primer. Aber ich verwende eine Foundation. Da habe ich hier von Urban Decay die neue Face Bond Foundation in der Farbe 2 Fair Neutral. Da bin ich echt gespannt drauf, wie die so sein wird. Urban Decay bekommt man ja gar nicht mehr so easy peasy, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja schon über den einen oder anderen Shop. Ich glaube, upsala, die habe ich bei Look Fantastic bestellt. Die sieht natürlich auch abgefahren aus. Und da könnt ihr ja auch ein bisschen was drauf sparen, ne? Mit Claudi Welt müsste das sein. Ich gebe mir das jetzt einfach mal ganz entspannt auf mein Gesicht. Hallo? So eine Quetschtube, wo es sehr fein rauskommt. Farblich könnte das eigentlich funktionieren, ne? Dann verteilen wir das Ganze erstmal mit einem Pinsel. Da habe ich hier so einen schönen Herzpinsel. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel genommen. Und vielleicht ist die mir jetzt auch noch ein bisschen hell. Das könnte jetzt so ein perfekter Halloween-Look sein, ne? Fertig. Last Minute Halloween-Look läuft. Ups. Ja, die hat aber schon eine gute Deckkraft, ne? Kann man nicht anders sagen. Und ich finde die jetzt auch nicht zu matt oder so. Jedenfalls nicht außer Ferne. Und außer Nähe auch nicht. Also die ist toll. Ich glaube, die habe ich bei Jenny von Jennys Highlights auch schon gesehen, ne? Die macht ja immer diese Foundation-Freitage. Ja, Nase ist halt immer eine schwierige Sache bei Foundations bei mir. Aber so sehe ich aus wie ein Geist. Aber sie sieht, also wirklich, vom Finish her mag ich die. Mag ich. Ja, schöne Foundation. Da hat Urban Decay auf jeden Fall mal wieder was rausgebracht, was mir gefällt. Dann haben wir hier als nächstes von Be Perfect den Full Impact Complete Coverage Concealer. Habe ich mir in der Farbe L2 gekauft. So schaut das Schätzelein einmal aus. Den habe ich auch noch nicht ausgetestet. Habe ich euch aber, glaube ich, schon mal in einem Haul gezeigt, ne? Hat so einen Applikator, der so ein Loch in der Mitte hat, sodass man da auch eigentlich immer ganz gut Produkt bekommt. Aber ich glaube, so viel Produkt will ich mir gar nicht auftragen. Vielleicht hier unten noch so ein bisschen. Und dann nehme ich mir ein Schwämmchen und arbeite den dann mal ein. Der hat auch so eine, auch wenn er light ist, ne? Also L2, hat er noch so eine leicht rosa Mitnote quasi. Ich nehme den auch direkt als Lidschattenprimer. Ich musste auch dieses Mal tatsächlich relativ viel sammeln, dass ich auch ausreichend Produkte für ein Fullface zusammenbekomme. Also so super viele Launches sind aktuell gar nicht, ne? Die mich halt so wirklich interessieren. Dann nehme ich den noch ein bisschen auf ein paar Stellen. Hier hat Julius mich gekratzt und hier habe ich einen Pickel mitten auf der Stirn. Läuft. Dann hier vielleicht noch ein paar Pickelmale abdecken. So, die drei Muttermale müssen auch gerne mal weg. Die sehen manchmal, also die müssen nicht weg, aber die dürfen gerne mal abgedeckt werden. Das sieht immer so komisch aus, finde ich. Aber ich habe halt super viele Muttermale, weil ich so blass bin, glaube ich. Kommt das daher? Ich weiß es nicht. Ja, der hat eine Medium Coverage, ne? Also der deckt das jetzt nicht mega krass ab, aber lässt die Haut halt noch durchscheinen. Finde ich jetzt erstmal auch im ersten Moment ganz gut. Diese Lippenpflege wollte ich auch mal ausprobiert haben. Und zwar von The Ordinary mit Squalan und Aminosäuren haben wir hier einen Lippenbalsam. Der ist ja irgendwie auf Social Media, genau, auf Social Media auch mega gehypt worden. Möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dreht man so auf und dann hast du hier auch so eine Quetschtube. Ich mache das jetzt aber so, dass ich den quasi mit dem Finger rausnehme. Der ist sehr leicht. Oh, meine Kamera denkt gerade, dass sie die Lampe hier hinten gerne fokussieren möchte. Gefällt mir. Sehr, sehr angenehm. Mag ich. Weiter geht die wilde Reise und da gehen wir mal kurz in die Drogerie. Da habe ich von Art Deco mir diesen Contour-Stick gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt so noch gibt. Das ist schon ein Weilchen her, dass ich den gekauft hatte. Habe ich in der Farbe 3. Und hier versuche ich das mal so, dass ich mir meinen Foundation-Pinsel erstmal nehme und da entsprechend das Produkt drauf mache, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, wie die Farbintensität ist. Dann trage ich mir den auf. Kommt jetzt natürlich mit dieser super blassen Foundation intensiver zur Geltung, ne? Aber den kannst du dir auch direkt aufs Gesicht auftragen, glaube ich. Wobei der relativ hart ist. Der gleitet nicht so. Ist relativ trocken. Das ist interessant. Aber der sieht super natürlich jetzt auf meiner Haut aus. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man den jetzt noch intensiver aufbauen würde, dass man da auch noch einen dolleren Bronzer-Effekt bekommen könnte.
Aber für mich reicht das so. Und ich kann den easy einfach so auftragen, auch wenn das jetzt erstmal hart aussieht. Aber der ist halt jetzt nicht so super krass von der Deckkraft her. Ne? Ihr seht das, der lässt sich auch ganz gut verblenden. Sehr anwenderfreundlich, würde ich mal so sagen. Aber schon relativ dezent, ne? Man sieht ihn auch kaum aufbauen vielleicht. Weil ich mache ja hier drüber noch Puder und habe jetzt keinen Puder-Bronzer oder so, den ich noch zusätzlich verwenden wollte. Kann man aber definitiv machen. Doch, ne? Ja. Schöner Bronzer, da muss man halt nur aufpassen, dass er einem nicht zu trocken sein wird. Dann vielleicht eher geeignet für eine Mischhaut, für eine ölige Haut. Und auch wenn ich jetzt nicht so das ultimative Gefühl hätte, dass ich groß setten müsste, nehme ich hier von Essence das Flawless Skin Trio. Das ist dieses lose Setting Puder. Das müsste es auch bei Purish geben jetzt im Shop. Ne? Und da haben wir drei verschiedene Farben drin. Da kannst du halt sagen, entweder möchte ich alle haben, dann nimmst du einfach hier das Deckelchen ab. Oder du lässt das Deckelchen drauf und suchst dir nur die Farbe aus, die du haben möchtest. Da würde ich mich jetzt zum Beispiel für das Rosa entscheiden und gebe mir das so ein bisschen in den Deckel. Oh, jetzt habe ich zu viel. Oh, dann nehme ich das mit dem Puffelding auf, arbeite das ein bisschen ein und dann kommt das um meine Augen drum herum. Denn so ein rosa Puder ist ja nie weg, ne? Das kann ich immer ganz gut gebrauchen. Funktioniert bei meinem kühlen, neutralen Hautunterton immer richtig gut. Vor allem so um die Augen drum herum, ne? Da habt ihr jetzt aus der Drogerie eine Möglichkeit, so ein ja, Puder mit verschiedenen Farben halt zu haben. Gibt es ja auch im High-End-Bereich sehr, sehr viel. Ne? Aber dass man hier auch wirklich die Farbe sich selber aussuchen kann, finde ich total super. Und meine Kamera, die versteht noch nicht so ganz, dass wir tagsüber haben und dass die mich jetzt auch fokussieren darf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Unglaublich. Ja, das finde ich sehr, sehr angenehm. Also ein schönes Puder. Wie gesagt, das ist wirklich krass rosa. Da habt ihr intensiv, ja, meine Finger sind ein bisschen kaputt. Nee, das mag ich. Du kannst es halt nicht richtig zumachen. Das ist halt das einzige Manko hier dran. Ach so. Ah, und wenn man was hier rausmacht, dann hast du hier die anderen Puder, die wollen auch alle rauskommen. Das ist noch nicht ganz optimal von der Verpackung gelöst. Was hingegen aber richtig schön von der Verpackung her ist, Übergang, ist hier das neue Nabla Puder. Das ist das Close-Up Powder und Nabla hat das jetzt in der Farbe Translucent rausgebracht. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch die Variante, die die vorher hatten. Das ist die hier. Die habe ich auch in reger Anwendung. Die ist aber fast schon zu dunkel für mich. Ne? Also fast schon wie eine Puder-Foundation manchmal. Und hier haben wir das von einer etwas anderen Textur. Also das ist ein bisschen, es gibt viel weniger Produkt ab und es ist halt transparent. Und es fühlt sich auch von der Verpackung her ein kleines bisschen schwerer an, weil hier haben wir auch eine glatte Verpackung, hier haben wir eine matte Verpackung. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Dann nehmen wir doch mal so einen Pinsel, gehe ich da mal rein und kann damit halt meine Base nochmal entsprechend abpudern. Und dieses Puder habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet. Das lässt halt die Haut durchscheinen, was ich sehr schön finde. Das lässt auch so ein bisschen, wenn du eine Glowy Foundation hast oder einen Glowy Primer, ne, das lässt es halt auch durchscheinen. Und das finde ich echt schön. Also das ist halt einfach nur zum Setten, damit die Haare zum Beispiel nicht am Gesicht kleben oder so und damit das Make-up entsprechend fixiert, gesettet wird, wie auch immer. Oh, und ich habe letztens ja auch schon zwei Schminkies gemacht mit euch und ich habe wieder Blut geleckt. Ich muss es wirklich sagen und ich möchte mehr. Ja, die ganzen Adventskalender sind wundervoll und machen irre viel Spaß, aber ihr wisst, ne, mein Hauptcontent ist Make-up, es ist Beauty, es ist, dass ich Produkte teste, dass ich mich schminke mit euch zusammen und so. Oh, ich genieße es gerade in vollen Zügen, hier auch so ein paar Neuheiten mal auszuprobieren. Und in die Kamera dabei zu quatschen. Ich meine, ne, beschminkt habe ich mich ja offensichtlich auch die ganze Zeit, aber halt jetzt nicht mit Kamera an. Achso, man hätte theoretisch hier auch noch so einen Puffelapplikator mit dabei. Das würde ich jetzt verwenden, wenn ich das so um die Augen drum machen würde. Dann habe ich jetzt seit Ewigkeiten schon hier liegen den MAC Glowplay Blush in der Farbe That's Peachy. Und den habe ich einfach hier liegen gehabt. Und er wollte gerne verwendet werden, aber ich hatte keine Einsatzmöglichkeit. Der ist eher seidig von der Textur her, ne? Also oder vom Finish her. Und bei diesen Glowplay-Blushen ist es auch so ein bisschen Cream to Powder. Die sind wunderschön. Ich hatte den eigentlich im Sommer gekauft, aber jetzt kommt er halt im Herbst mal auf die Wangen. Oh, ich mag keine Glow, richtigen Glow-Glow-Blushes, ne? Aber wenn das so einen Hauch von gibt, dann finde ich das schön. Der ist toll. Der gibt eine schöne Frische und das mag ich. Also das passt bei meinem Teint gerade richtig, richtig gut. Schon hübsch. Könnte man jetzt sicherlich halt auch noch ein bisschen aufbauen, aber mir reicht es, wenn das eher so dezent heute ist. Ich werde zwar auch nachher noch Adventskalender filmen, aber heute Abend erst und wir haben es jetzt mittags. Und das ist jetzt quasi so mein Übertag-Look. Ne? Und die Augen werden gleich auf jeden Fall knallen. Was ich auch noch neu habe, ist hier von Santé Natur Cosmetics der Glorious Highlighter. Ich glaube, den gibt es nur in einer Farbe. Fand ich aber super interessant. Mal gucken, wie der so dann auch auf den
auf den Wangen wirkt. Soll nämlich auch mega sein. Also, dass der halt quasi nicht ganz so bäm ist. Gebe ich jetzt hier mal mit der schmaleren Seite auf. Also eher so ein Spiegelglanz. Also der ist super dezent, ne? Jetzt gerade über dem Glow Blush wirkt der fast gar nicht, aber für den Alltag ist es, glaube ich, echt schön. Vor allem war ich auch ganz interessiert, was Naturkosmetik so aktuell drauf hat. Ich nehme jetzt einfach mal die große Seite. Ich bin ja einfach mal ganz entspannt, ne? Oh ja, oh ja. Highlighter darf gerne ein bisschen mehr knallen. Und da machen die halt immer coolere Texturen, immer bessere Produkte, finde ich persönlich, ne? Es macht schon Spaß. Ach ja. Genau, dann gehen wir jetzt mal weiter zu einem weiteren Drogerieprodukt. Und zwar habe ich hier von NYX den Powder Louder Brow Pencil mir gekauft in der Farbe Blond. Mal gucken, wie blond dieser Augenbrauenstift tatsächlich ist. Da haben wir nämlich auf der einen Seite den Holzstift zum Anspitzen, auf der anderen Seite haben wir den Spoolie. Kann ich mir jetzt erstmal meine Augenbrauen so ein bisschen durchkämmen und dann dezent nachzeichnen. Oh, dezent vor allem. Da kommt aber richtig viel Farbe ab. Das ist leider so ein sehr warmes, nicht ganz so meine Farbe blond. Ist fast schon hellbraun. Oh nee. Nee. Ich weiß nicht, in welchem Universum das blond sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist für mich kein Blond. Nein, das ist für mich fast schon rötlich oder orange. Schade. Nee, 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 nee. Dann nehme ich doch lieber hier meinen von Urban Decay in der Farbe Trap. Der ist nämlich ein bisschen kühler unterwegs. Funktioniert auch ein bisschen besser, ne? Ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr ganz so gerettet hier. Uiuiui. Also farbintensiv ist der von NYX, ja, ne? Ich kriege die Reste hier kaum noch aus meinen Augenbrauen raus. Das ist richtig krass gerade. Ich wollte mich jetzt nicht komplett neu schminken. Da habe ich jetzt leider nicht so die Muße für, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil ich finde, dass meine Base eigentlich richtig toll aussieht. Naja, wir lassen es jetzt einfach mal so. Der NYX, der ist nix. Der ist nix für mich. Nein, nein. Dann nehme ich lieber hier den von Urban Decay, ganz ehrlich. Puh. Also da nehme ich viele, viele andere lieber. Auch jetzt ganz neu bei Purish eingezogen ist von LH Cosmetics The Brow Wax. Und das finde ich ja mal super interessant. Also so generell diese Augenbrauenfixierungsprodukte, was es da aktuell immer wieder neu auf dem Markt gibt, das fand ich schon ganz gut. Der ist noch original verschlossen hier. Das heißt, da kommen auch immer mehr raus, die auch meinem Geschmack entsprechen. So wunderschön mattbraun, mattgrau sieht diese Umverpackung aus. Und das Füßchen sieht so abgefahren aus. Das finde ich so crazy. Es ist so abgeknickt, ne? Fand ich ziemlich witzig. Und damit werde ich jetzt mal meine Augenbrauen benetzen. Oh, das greift richtig toll. Alle Augenbrauenhärchen. Das ist ja mal cool. Ich habe hier auch 2, 3 Härchen, die richtig krass abstehen, weil die wahrscheinlich ein bisschen zu lang mittlerweile sind. Aber die greift er auch. Das ist ja schön. Bei einem Augenbrauenwachs gehe ich übrigens davon aus, dass es relativ flexibel bleibt. Es ist aber super nass, ne? Ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Da vielleicht dann der Tipp, dass man ein bisschen Produkt an der Verpackung vorher abstreift, weil das geht halt echt krass auf die Augenbraue. Was ich aber schön finde, da hast du richtig Kontrolle hier. Ich glaube, alle Produkte, die ich hier von Purish zeige, vielleicht auch bei dem von Essence, muss ich mal gucken, könnt ihr mit Claudies Welt 10 sparen. Das kriegen wir irgendwie hin. Jetzt werde ich mir erstmal eine Basis für meine Augen schaffen, denn die Nissa Myricks Palette besteht ausschließlich aus Schimmertönen. Dann nehme ich mir hier von Be Perfect einfach diese Chapter One Palette. Das ist ja sowohl eine Regenbogenpalette als auch mit halt kühleren, neutralen Brauntönen und so weiter. Und da kann ich schon mal so ein bisschen abgehen und schauen, in welche Richtung ich überhaupt mit dieser Palette hier gehen möchte. Ich glaube, dass ich eher so in die orange-gelbe Richtung heute gehen möchte. Deswegen nehme ich mir gleich den Ton Mellow auf und auch den Ton Iodine. Also erstmal hier so ein bisschen was von dem Mellow und das trage ich mir mehr so innen auf. Man kann da aber jeden anderen Gelb- und Orangeton quasi als Basis nehmen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Ich dachte nur, dass vielleicht einige von euch auch diese Palette haben. Und das ist halt einfach ganz praktisch bei dieser Chapter One, dass du da gefühlt alles an Tönen drin hast. Also Regenbogen und halt auch diese neutralen Brauntöne. Und Iodine gebe ich mir dann nach außen hin. Und das mache ich halt relativ grob. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie super feinfühlig oder so unterwegs, ne? Hauptsache, die Form passt. Man kann natürlich auch super gut mit dieser Nissa Myricks Lightwork die Groundworks natürlich kombinieren, weil das ist ja auch zum Teil so gedacht, dass man die dann auch als Basis nehmen könnte. Also sowohl, was jetzt die Form angeht, was das Verblenden angeht, aber auch, was die Basis angeht, ne? Dass man da halt diese Creamy Shadows nimmt. Aber ich habe mir gedacht, nö, heute nehmen wir die. Vor allem, weil wir bei der Groundwork jetzt ja auch nicht so diese leuchtenden, bunten Töne haben. Und ich glaube, an den unteren Wimpernkranz gebe ich mir jetzt auch einfach noch irgendwie so einen Braunton oder so. Da gibt es hier dieses neutrale Braun, einfach den Neutral.
Den gebe ich mir einfach unten drunter, damit der untere Wimpernkranz nicht ganz so verloren aussieht. Aber nur so ganz leicht, ne? Nichts Bimbamborium-mäßiges. Ich habe jetzt bei ihr auf dem Insta-Profil gesehen, von der lieben Denissa, dass die tatsächlich die Palette auch ohne Primer oder so verwendet hat. Also ohne Glitterglue oder so. Deswegen werde ich das jetzt auch mal versuchen gleich. Also, die Palette kommt total abgefahren bei euch an. Also die Umverpackung habe ich jetzt mal nicht hier, aber also das ist eine komplett magnetische Palette. Das heißt, wir haben hier den Deckel. Im Deckel befindet sich ein Spiegel, den man rausnehmen kann. Dann kann man den Deckel auch abnehmen, magnetisch. Wir haben ein Säckchen mit dabei, das ist das Reisesäckchen. Denn du kannst jede einzelne von diesen Dreier-Kombinationsgeschichten zusammen mit diesem Spiegel verwenden und auf Reisen nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir hier dieses Sextett rausnehme, kann ich einen Spiegel nehmen, drauf machen und habe dann so eine kleine Palette to go. Das finde ich echt süß. Dann kann man das in dieses Säckchen machen, zack, und kann das mit auf Reisen nehmen. Das finde ich schön. Also für mich persönlich ist es auch super praktisch. Und ja, das ist auf jeden Fall mal was anderes. Und die Palette heißt ja Freedom. Und da hat sie sich was bei gedacht. Und die haben auch alle Namen. Das ist, also ne, hier hinten steht ja noch jeweils was drauf. Ne, die haben keine Namen. Freedom Palette einfach nur. Okay, ein bisschen, ja gut, eben durch die Freiheit hat die sich dann wahrscheinlich auch die Freiheit rausgenommen, den Tönen keine Namen zu geben. Doch hinten stehen die drauf. Ah, die Frage ist jetzt, habe ich das jetzt richtig rum reingesetzt? Das ist die Frage aller Fragen, man weiß es nicht. Ich werde mich jetzt vor allem hier, denke ich mal, aufhalten und sowohl diesen gelben Schimmerton verwenden, als auch diesen orangenen. Ich kann euch ja mal die Swatches hier einblenden. Die werde ich im Nachhinein machen. Meine Palette, die ich hier habe, ist noch komplett unberührt, denn ich habe sie eben erst bekommen. Und ich bin sehr, sehr neugierig drauf, mit euch zusammen die zu testen. Und ich glaube, wir haben hier allerhand Duochromes mit dabei. Wir haben hier richtig krasse Texturen. Aber wir schauen jetzt mal an, wie es auf dem Auge aussieht. Das heißt, ich gehe erstmal hier direkt mit dem Finger in dieses super geile Gelb, fast schon gelb-grün, oder? Sehe ich das richtig? Dass der auch so changiert? Richtig geil. Also wenn ich jetzt so seitlich drauf gucke, sehe ich auch was Bläuliches und den setze ich mir dann innen rein. Ja, du brauchst kein Glitterglue. Jedenfalls nicht, um den Ton knallig aufs Auge zu kriegen. Hoi, 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 hoi. Der ist schon schön, ne? Das macht echt, macht schön. Also am besten wirklich ansetzen und ziehen. Das ist meistens halt so, dass man das meiste Pigment drauf bekommt. Oh. Das finde ich jetzt schon geil. Die Frage ist halt, muss man die über 100 Euro für diese Palette ausgeben? Sei jedem selbst überlassen. Ich liebe die Denissa Myricks Lightwork Paletten. Ich finde, die haben eine fantastische Qualität. Ich greife immer wieder dazu und werde auch immer wieder, wenn ich sie verwende, darauf angesprochen. Sato, Belly, was hast du denn da schon wieder auf dem Auge? Sei es von euch, sei es von meinen Freundinnen. Feiere ich halt. Ich bin halt auch so ein kleiner Paradiesvogel in meinen Looks. Und deswegen passt das sehr, sehr gut zusammen. Hier finde ich übrigens auch sehr schön, dass wir ausschließlich halt diese Schimmertöne, Duochromes, wie auch immer, haben. Und da verzichte ich dann halt auch in dem Moment auf die anderen Texturen. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Für mich auf jeden Fall. So, dann mache ich jetzt hier mal so ein bisschen, bin hier mit meinem Finger abgerutscht, habe hier so ein bisschen noch was drunter gemacht, aber Vorlaut an und für sich habe ich nicht. Es ist halt nur einfach von meinem Finger runter gerieselt. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Und dann gehe ich in das Orange. Wow, das ist super weich. Wow, ich glaube, der ist eher ein Topper. Oh, der fühlt sich wirklich an wie nass. Oh Gott, der ist ganz anders. Ganz anders. Und der hat halt dieses Orange, aber halt auch gleichzeitig den Goldschimmer mit drin. Ja, der ist Cream to Powder, glaube ich. Okay, der ist anders. Oh, und viel intensiver auch noch. Meine Güte. Der kommt direkt. Ui, wie der schreit. Ist der schön. Ist der schön. Oh Gott. Allein den zu streicheln ist schon eine ganz angenehme Erfahrung, muss ich sagen. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich freue mich schon drauf, auch die anderen Töne zu verwenden. Und ich glaube, dass das auch mit einer meiner liebsten Denissa Myricks Paletten werden könnte. Weil ich glaube, die kann ich am allerbesten auch in meine Looks so integrieren, ne? Genau. So, das kann ich jetzt hier mal noch so ein bisschen verbinden. Denn klar, wenn ich da mit dem Finger arbeite, ist das noch ein bisschen gröber, als wenn ich das mit dem Pinsel aufgetragen hätte. Schön. Das sieht richtig schön aus. Okay, in den Innenwinkel möchte ich mir aber trotzdem noch einen der Töne geben. Ich glaube,
Dann nehme ich auch direkt den hier, der mit da drin ist, ne? Also in diesem Sextett. Das heißt den hier oben. Ich weiß gar nicht, wie der dann heißen soll. Dance oder so? Oder ist das alles komplett jetzt verdreht? Man weiß es nicht. Guck mal, das ist halt auch so ein richtiger Perlspiegel, ne? Da hast du auch was Bläuliches mit drin. Das ist schon sehr, sehr heftig hier. Okay. Den möchte ich mir aber mit einem Pinsel auftragen, glaube ich, weil da kann ich besser mit arbeiten. Präziser jedenfalls, ne? Da kriegt man natürlich jetzt nicht so super viel drauf. Du kannst den Pinsel auch ansprühen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal so. Ui. Ich habe auch bei ihr gesehen, dass sie manche der Töne so als Highlighter verwendet hat, manche sogar als Blush. Ist nicht ganz so meins. Also ich mag nicht so gerne bunte Highlighter an mir und ich mag nicht ganz so gerne schimmernde Blushes. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal nicht in meinem Look so gemacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich so ein paar wilde Kolleginnen habe. Da denke ich zum Beispiel an Morbus Black, die das einfach mal machen, ne? Sehr, sehr schön. Sehr harmonisch mit dem Gelb, was auch daneben sitzt, aber hat halt trotzdem diesen kleinen, kühlen Kontrast auch mit dabei. Also für mich ist es auf jeden Fall auch eine schöne Palette, die ich so in Weihnachtslooks sehe, die ich auch in Silvesterlooks sehe. Ich habe mir das jetzt am unteren Wimpernkranz auch noch mit ein bisschen reingezogen. Sehr, sehr, sehr schön geworden, muss ich sagen. Also die Palette, wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Und ich freue mich, sie in meiner Sammlung zu haben. Ich werde sie euch natürlich eben auch geswatcht eingeblendet haben. Das habe ich jetzt im Vorfeld noch nicht gemacht. Bin gespannt, wie die dann so aussieht von den Swatches her. Ich glaube, krass. Genau, also allein diese ganze Idee mit diesem, wir machen das Ganze hier so ein bisschen, ne, dass du es auch aufteilen kannst und so. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt machen wir mal preislich gesehen einen absoluten Sprung, und zwar zu Essence. Da haben wir nämlich auch ein neues Produkt, den Quick Wing Stamp Eyeliner. Den werde ich aber einfach nur als Lid, als Eyeliner verwenden und nicht diesen Stamp dazu machen. Das ist einmal dieser hier, ne? Da habe ich nämlich hier so eine relativ dicke Filzstiftspitze und damit würde ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen. Und da ich meinen Taschenspiegel unten habe, mache ich das doch einfach mal mit dem von Danessa. Ja, der hat schon Probleme, so ein bisschen auf den Schimmertönen zu malen, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Aber da musst du ein paar Mal öfter drüber gehen, dann geht das schon, muss ich sagen. Und dann sieht das Ganze einmal so aus, das mag ich. Hier bin ich ein bisschen abgerutscht, das habe ich ja ganz toll hingekriegt. Und wie kann man das korrigieren? Schlecht. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen was von dem Schimmer drüber getupft. Das sind jetzt so leichte Korrekturmaßnahmen. Viel mehr kannst du da wirklich nicht machen, ne? Ich will jetzt auch nicht den kompletten Augenlook runternehmen. Der Eyeliner ist aber an und für sich sehr schön, muss ich sagen. Der gefällt mir. Ich baue jetzt wieder meine Palette zusammen. Mag ich. Also, der hat schön gemalt. Doch, ich fixiere mir das Ganze mit MAC Fix Plus. Da habe ich den All Day Hydrating Fixing Spray. Sprayer. Ich glaube, das ist sogar eine neue Verpackung, ne? Und da ist Vitamin C drin. Abgefahren hier, ne? Der riecht auch so ein bisschen nach Vitamin C. Interessant. Also halt so ein bisschen zitrisch, ne? Meine Lippen sind echt immer noch total toll gepflegt. Jetzt nochmal leicht mit dem Schwämmchen drüber. Ich glaube, der Look kann bislang echt was. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier noch entwickelt. Oh, ich merke gerade, ich habe hier oben gar keine Wimpernzange. Da muss die Mascara gleich von alleine knallen. Helfen wir ein kleines bisschen nach, indem wir die Wimpern einfach mit den Fingern so ein bisschen hochdrücken. Es geht tatsächlich, wenn man Setting Spray oder Fixing Spray verwendet hat eigentlich. Manchmal so für eine schnelle Lösung ganz gut, weil die sind ja auch ein bisschen feucht. Ich habe hier die Curl Lash Boom Mascara von Trended Up. Und die möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie die so bei mir funktioniert. Die hat ein Faserbürstchen, was so bananenförmig ist. Solche Mascaras funktionieren bei mir eigentlich immer relativ gut. Gut, bei mir funktionieren sehr viele Mascaras sehr gut, weil ich ja von entweder Revita Lash oder von Grande Lash die Wimpernserien verwende. Jetzt aktuell ist es von Revita Lash und da könnt ihr mit Claudi 15% drauf sparen, wenn ihr möchtet. Naja, auf jeden Fall probieren wir die jetzt mal aus. Und ja, das sind einmal meine Wimpern ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist schön. Sie trennt, sie gibt Volumen und sie gibt Länge. Ich finde sie nur ein bisschen zu nass. Das heißt, man muss einfach mal ein bisschen warten, dass die vielleicht auch minimal eintrocknet. Manchmal hat man das ja bei Drogeriemascaras. Aber sie gibt dem Look auf jeden Fall nochmal ein schönes Finish. Und ich mag tatsächlich das Ergebnis ganz gerne. Und ich denke, dass das so eine typische Mascara ist, wo man einfach ein bisschen abwarten muss, dass sie sich eingroovt. Aber gut finde ich sie auf jeden Fall. Ein bisschen gekrümmelt oder gespitzt hat sie auch, aber ich finde, dass es sehr, sehr nice aussieht und sehr stimmig. Also mir gefällt das Ergebnis definitiv. Ich würde es tatsächlich so machen, dass ich jetzt nochmal so ein bisschen nachher, ne, warten würde und, keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder so und vielleicht dann nochmal eine Schicht drüber gebe, weil dann dürfte sie ja auch auf den Wimpern richtig getrocknet sein. Was übrigens auch relativ noch flexibel und feucht ist, sind die Augenbrauen und das finde ich ganz interessant. Also das trocknet
trocknet nicht so hart runter, wie man das so von anderen Augenbrauengelen kennt, die ich persönlich auch sehr gerne mag eigentlich. Ne? Also das ist nicht ganz so mein Vibe, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein schöner Look. Ich finde, ich sehe zwar trotzdem so ein bisschen kränklich aus, weil ich könnte mehr Farbe gebrauchen, aber das ist eine persönliche Präferenz, einfach weil ich in letzter Zeit sehr, sehr intensiv Blush Bronzer Highlighter immer verwendet habe. Ne? Und das Ganze sieht aber so natürlich aus. Guckt euch mal meine Haut an. Das sieht so gut aus. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Haarreifen ist schon mal abgesetzt. Meine Haare sehen aus wie Wuschel, aber das sage ich euch. Ne? Hier habe ich so ein bisschen was abstehen. Der Bommel ist auch noch nicht ganz fresh, da werden wir gleich durchkämmen. Lippenpflege war immer noch ein bisschen vorhanden, das muss man wirklich sagen. Meine Lippen fühlen sich toll an. Also das hier mag ich sehr gerne. Das ist eine sehr schöne Lippenpflege. Gefällt mir. Hier habe ich von Be Perfect den Lip Library in der Farbe Romance. Das ist ein Creamy Lip Liner und den wollte ich jetzt mal ausprobieren. Das ist so ein typischer My Lips But Better Ton, den ich sehr gerne eigentlich mag und der jetzt einfach mal zum Einsatz kommt. Oh, der ist aber doch relativ orange, ne? Passt zum Look. Und der ist in der Tat sehr cremig. Das ist eine abgefahrene Farbe, aber eine richtig schöne herbstliche Farbe. Krass, lässt mich aber doch relativ blass aussehen. Ne? Mal gucken, ob der Lippenstift das Ganze dann noch ein bisschen aufpeppt. Der ist in der Farbe Villain und ja, das ist ein Lip Library Satin Lipstick. Die habe ich mir beide selber gekauft. Den habe ich aber schon mal irgendwann getragen, sehe ich gerade. Oder geswatcht. Schauen wir mal, wie der hier mit harmoniert. Ah, der ist ein bisschen dunkler, ne? Und der ist sehr, sehr deckend. Der macht das Ganze jetzt ein bisschen bräunlicher. Gefällt mir. Also das mag ich tatsächlich von der Farbe her, oh, schließt magnetisch, auch sehr, sehr gerne. Das passt alles richtig schön zusammen. Dann gucken wir mal, wie das jetzt... Oh Gott, ich sehe echt blass aus. Die Foundation könnte vielleicht ein Tick zu hell noch sein, ne? Mhm. Aber sie passt halt zu meinem Körper. Das kann man auch nicht anders sagen. Ich habe ja am Hals nichts aufgetragen, ne? Das ist halt... Ich bin so blass. Oh Gott. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr mit Blush und Bronzer arbeiten müssen. Ha. Naja, ist halt ein passender Halloween-Look, ne? Schön geisterhaft. Kommt jetzt der Oktober. Wir sind jetzt im Oktober. Ja, Spooktober. Hiermit hätte ich meinen ersten Halloween-Look geschminkt. Der Kürbis hat ein Kind mit dem Geist zusammen gemacht und dabei ist das hier rausgekommen. Wow. Okay, so sieht es auf jeden Fall dann auch mit offenen Haaren aus. Abgesehen davon, dass ich wirklich blass aussehe, gefällt mir das richtig gut. Also mir gefallen, also meine Augen gefallen mir richtig gut. Das sieht wirklich schön aus. Mir gefällt tatsächlich auch, wie meine Base auf meinem Gesicht sitzt. Ja, da muss ich tatsächlich noch ein bisschen Blush und Bronzer auftragen. Ansonsten wirkt das vor allem jetzt so auch in der Kamera sehr intensiv. Ne? Jetzt im Spiegel selber sieht das Ganze gar nicht so hart aus. Aber na, die Lippen gefallen mir richtig gut. Also es fühlt sich super leicht und angenehm an. Es ist deckend, ohne dass es irgendwie zu matt wäre oder so. Es ist halt Satin und das merkst du. Also dieses Satinierte mag ich gerne. Ja, ihr Lieben, ich verlinke euch alles mal in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. War jetzt irgendwas? Ja, der NYX Augenbrauenstift war auf jeden Fall mal wieder leider ein Fail. Also bislang hat NYX noch keine Augenbrauenfarbe rausgebracht, die mir auch nur ansatzweise passen könnte. Ansonsten sind hier eigentlich nur Top-Produkte bei gewesen. Hat mir eigentlich gut gefallen. Ihr Lieben, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und ja, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt und ich verlinke euch auch die ganzen Ladies diesmal. Ja, definitiv, diese Palette muss noch weiter getestet werden, aber das werde ich wohl hinkriegen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!